Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's, Via Slack, mit 10 Dingen, die extrem nervig wären, würden sie im Spiel realistisch sein. Auf diese Idee bin ich durch einen Reddit-Post gestoßen und der Link zu diesem Post befindet sich definitiv unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir doch auch gerne mal ein paar Dinge in die Kommentare rein, die nerven würden, wenn sie im Spiel realistisch wären. Jetzt habe ich aber auch genug drumherum erzählt, also lasst uns keine Zeit mehr verlieren und direkt anfangen. Also stellt euch als erstes mal vor, ihr würdet eure Steuern nicht bezahlen. Jetzt höre ich euch schon schreien, wieso Steuern? Nun, ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir müssen sozusagen in GTA Online Gebühren zahlen. Nämlich für die Mechaniker, die Putzfrau, unser Apartment und so weiter und so fort. Und wenn ihr nicht mehr genügend Geld habt, um die zu zahlen, könnt ihr zum Beispiel in eurem Apartment keine Dinge mehr machen, die Strom brauchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also so ist es jetzt in GTA. Aber stellt euch mal einfach vor, wenn ihr diese Steuern nicht zahlen würdet, würdet ihr permanent ein Wanted-Level von der Polizei bekommen und dann von der Polizei ins Gefängnis gesteckt. Ich meine, die Polizeistation und modellierte Gefängniszellen sind ja bereits im Spiel vorhanden. Von daher wäre das Ganze gar nicht so unrealistisch. Im Knast würdet ihr dann feststecken und ihr könnt euch entweder entscheiden, die Zeit abzusitzen oder vielleicht würden eure Freunde euch befreien, wobei das Quatsch wäre. Also angenommen, ihr müsstet dann wirklich so 3 echte Tage im Gefängnis sitzen, bis ihr wieder frei seid. Das wäre echt total nervig und blöd. Naja, zum Glück nimmt Rockstar Games das mit den Steuern daher nicht so ernst und lässt uns da in Ruhe und Frieden leben. Stellt euch jetzt aber mal vor, ihr würdet sterben und wärt dann tot und müsstet euch einen neuen Charakter erstellen. Ja, ganz ehrlich, stellt euch mal vor, GTA wäre wie das echte Leben und ihr würdet, wenn ihr einmal sterbt, neu anfangen müssen. Gut, im echten Leben kann man dann leider nicht neu anfangen, soweit ich weiß, aber es wäre trotzdem ziemlich doof, wenn man da einen neuen Charakter machen müsste. Ich glaube, ich würde nur noch mit meinen Freunden im Badezimmer von meinem Apartment abhängen, damit ich bloß am Leben bleibe, aber dennoch mit meinen Freunden zusammen zocken kann. Wobei, nee, warte mal, im Badezimmer kann man ja irgendwie immer noch ertrinken. Stellt euch mal vor, ihr würdet einen Unfall bauen, müsstet dann die Polizei rufen und den Abschleppdienst und all das, was man auch so im echten Leben machen muss. Also ihr wärt dann so insgesamt 2 Ingame-Stunden damit zu Gange, euren Unfall zu melden, dafür zu sorgen, dass eure Versicherung zahlt und so weiter und so fort. Ich meine, ihr müsstet dann echt bei jeder Schramme die Polizei rufen. Das wäre einfach so extrem nervig und das Ding ist, ich baue schon in meiner Garage einen Unfall. Machen wir nun mal weiter. Was wäre denn, wenn ihr von der Polizei gesucht werdet, wenn ihr zum Beispiel einen Polizisten umbringt oder einen Bankraub macht? Und ich weiß, man wird von der Polizei gesucht, aber ihr würdet dann permanent gesucht werden. Normalerweise verliert man ja die Sterne und alles ist gut. Aber dann würdet ihr überall in der Stadt Fotos von euch sehen und die Polizei würde euch immer suchen. Das wäre... Das wäre scheiße, wenn man die Sterne nie verlieren würde. Andererseits wäre es auch cool, weil man dann so in der Unterwelt leben kann und unentdeckt bleiben muss. Ja, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so der Sinn von GTA ist. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch mit einer Nutte vergnügen oder in den Stripclub gehen und da bei euch was einfangen, zum Beispiel AIDS oder so. Ich meine, wenn wir realistisch wären, wäre dies gut möglich. Hätten wir dann Ingame-AIDS, würden wir so immer nach 3 Tagen einmal sterben oder so. Oder ihr würdet dann pro Tag random einfach Gesundheit verlieren. Wobei das ziemlich doof wäre zu sterben, weil es das zurück zu Punkt 2 bringt. Ja, aber so wie ich Rockstar Games einschätze, würden sie das sogar echt machen. Also müssen wir mal schauen, was es so in GTA 6 gibt, aber es klingt in der Theorie irgendwie lustig, aber irgendwie auch total nervig. Machen wir mal weiter. Realistische Autounfälle. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Unfall mit eurem brandneuen, todeslimitierten Lamborghini R8 und müsstet diesen dann reparieren. Jedoch kostet so eine neue Stoßstange und Scheinwerfer gut mal $35.000 und würde mit Lieferzeit auch so 2 Wochen dauern. Dann aber viel Spaß. Aber hey, wir sind ja realistisch, ihr würdet natürlich ein neues Auto bekommen. Zum Beispiel so einen wunderschönen Prius. Denn im Moment kostet so ein Totalschaden $3.000 und in 2 Sekunden ist das Auto wieder heile. Aber das wäre echt irgendwie auch ein guter Weg, den Leuten beizubringen, auch in GTA vorsichtig zu fahren. Aber andererseits wäre es langweilig, in GTA vorsichtig zu fahren, weil, es ist GTA. Stellt euch mal vor, ihr müsstet tanken. Ich weiß, viele wünschen sich das von euch, ich gehöre auch dazu, aber ich glaube, dass das ziemlich doof sein kann, wenn man gerade einen Heist macht, in die Kuruma einsteigt und mitten auf der Straße stehen bleibt, weil der Tank leer ist. Aber abwegig wäre es nicht, wir haben nämlich Tankstellen und sogar einen Benzinkanister, um zum Beispiel das Auto unterwegs zu tanken. Naja, kann man nichts machen. Aber stellt euch mal vor, ein kompletter Ammunition passt nicht mehr in eure Hosentasche und ihr könnt nur noch so viele Waffen und so viel Munition mitnehmen, wie es auch in echt möglich ist. So ähnlich wie in DayZ. Es würde echt extrem nerven, da man gar keinen Spaß mehr hätte, weil man wahrscheinlich nur noch so eine kleine Pistole in der Hand hat und ein paar bisschen zum Nachladen. Also, da sind die ganzen schönen Waffen, die fallen da ja leider weg. Naja. Stellt euch mal vor, ihr müsstet euch um euren Charakter kümmern, also essen, trinken, extra kauen, nein, essen, trinken, Tabletten nehmen und so weiter. Würdet ihr das nicht machen, würdet ihr zum Beispiel mitten im Kampf umfallen, weil ihr kollabiert oder so. Das wäre andererseits aber cool, weil wir dann noch Muskeln aufbauen können, also je nachdem, ob wir uns gesund oder ungesund ernähren. Aber es wäre irgendwie auch echt dumm, alle 4 Stunden was essen zu müssen, um zu überleben. Ich meine, wir sind hier nicht bei The Walking Dead oder so. Andererseits würde dann der Burgerstadt und die ganzen anderen Fastfood-Läden wieder Sinn machen, weil man dann ja auch das Essen braucht.
Als nächstes hätten wir Verkehrsregeln. Das wäre echt scheiße. Ihr würdet von der Polizei verfolgt werden, wenn ihr über Rot fahrt oder auch einfach mal zu schnell fahrt. Denn irgendwie ist das komisch. Sogar in der Story gibt es an der Autobahn Polizisten, aber denen ist irgendwie alles scheißegal, was wir machen. Ihr könnt mit 400 km/h an denen vorbeifahren, das würde die überhaupt nicht jucken. Oder stellt euch einfach mal vor, ihr würdet dann gebannt werden, wenn ihr über Rot fahrt. Also ich meine, wird so ein Feature geben, ich glaube, dann ist GTA ganz schnell das behindertste Spiel der Welt. Und als letztes haben wir dann realistische Unfälle an unserem Charakter. Stellt euch mal vor, ihr würdet angeschossen oder lauft vor ein Auto und würdet euch dann das Bein brechen. Dann könntet ihr nur noch humpeln in GTA Online. Oder stellt euch das Ganze mal bei einem Deathmatch vor. Wobei, wenn wir Punkt 2 berücksichtigen, ist ein Deathmatch, glaube ich, nicht so die schlauste Idee. Jedoch könnt ihr euch dann in einem Rucksack auch einen Verbandskasten mitnehmen und eure Wunde heilen und... Ach, egal. Scheiß drauf. Ich finde, wir sollten stolz drauf sein, dass GTA 5 Online nicht so krass realistisch ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist zwar ganz cool, mal so eine Funliste zu haben, aber ey, seien wir ehrlich, es wäre einfach scheiße, wenn GTA Online so wäre, oder? Gebt's doch zu. Also schreibt mir doch gerne auch nochmal ein paar Dinge in die Kommentare, die nerven würden, wenn GTA Online realistisch wäre. Ich denke, die Liste kann man wirklich lange so fortsetzen. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Hat dir dieses Video gefallen, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Abonniere mich doch auch gerne für mehr solche Videos und teile das Video doch mit deinen Freunden. Keine Sorge, by the way, ich werde bald auch wieder Glitches und Tipps hochladen. Jedoch wollte ich einfach mal diese Top 10 Listen ausprobieren und ich meine, die kommen ja irgendwie auch recht gut an. Zumindest die erste. Das war's jetzt aber auch. Bis wir uns nun also wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.